Hello, hello, hello. Wollen wir mal wieder über das Erschaffen deiner eigenen Lebenswirklichkeit sprechen? Über die Dinge, und das triggert jetzt vielleicht ein bisschen, also mich hat das früher total getriggert, wenn 2004 war das, wo das zum ersten Mal mein Mentor, mein damaliger Mentor, zu mir gesagt hat, die Situation, in der du gerade bist, gesundheitlich, beruflich, mit all den Herausforderungen, auch finanziell, die hast du dir selbst erschaffen, niemand anderes. Hör auf, die Schuld und die Verantwortung an andere abzugeben. Das hat mich schon arg getriggert. Und das Gute daran ist aber, wenn man das einfach mal verstanden hat, dass wir selbst uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, wirklich auf allen Ebenen, dann können wir ja daran was ändern. Wir müssen das Ding nur drehen. Jetzt sind wir so in unseren Kulturen hier aber auch oft vom Verstand geleitet. Wir glauben nur das, was wir sehen, was wir greifen können. So tickt ja auch unser Denker, unser Kopf. Ist ja auch im Grunde genommen nichts falsch dran. Nur wir stehen uns damit einfach oft ganz, ganz viel im Weg und dann verändert sich nichts, ne? Dann probieren wir selbst irgendwie aus den Sackgassen, aus der Geliebtwerdenfalle, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ich habe es bei mir immer früher so als Schlamassel bezeichnet, weil ich einfach auch genauso wie du das Gefühl hatte, irgendwie muss mehr im Leben möglich sein als das, was ich gerade lebe, und wieder rauskommen. Und ich würde dir heute mal gerne was mit auf den Weg geben, wirklich so, falls du so, wie man das so schön im Fachjargon sagt, der blaue Typ bist, also zu denen gehörst, die mehr so Zahlen, Daten, Fakten haben wollen, weil mir ist heute Morgen nochmal so vom Universum gechannelt worden, wie auch immer. Heisenberg, der Physiker Heisenberg, Albert Einstein, Max Planck mit der Quantenphysik, mit der Relativitätstheorie, wo es wirklich um Zahlen, Daten, Fakten geht. Und da ist einfach nachgewiesen worden, ich mag jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, du kannst ja gerne googeln, wenn dich das interessiert. Da ist nachgewiesen worden, wenn Wissenschaftler etwas nachweisen wollen und irgendwelche Atomteilchen zum Beispiel beobachten und davon ausgehen, dass die sich auf gewisse Art und Weise bewegen, dann werden die sich auch so bewegen. Die andere Gruppe, die zur gleichen Zeit die Atomteilchen zum Beispiel beobachtet, die davon ausgehen, dass sie sich auf eine andere Art und Weise bewegen, auch das wird dann so sein. Das hat es mit Albert Einstein und mit Heisenbergscher Relativitätstheorie zum Beispiel auf sich. Google gerne mal, wenn es dich interessiert. Ich wollte dir das einfach mal mit auf den Weg geben, falls du bis eben, genauso wie ich das ja früher auch war, so sehr vom Kopf gesteuert bist und wirklich auch nur die Dinge glaubst, was du mit dem bloßen Auge siehst. Und dennoch das Gefühl hast, irgendwie muss mehr in meinem Leben möglich sein. Und so gewisse Situationen in deinem Leben es einfach leid bist. Sei es, dass der Monat immer länger dauert wie das Geld, oder sei es, dass du auch ganz gut über die Runden kommst im Monat. Aber letzten Endes, wenn es um Sonderausgaben geht, irgendwo Urlaub buchen oder was, musst du auch immer gucken, ja, wie kriege ich das Geld zusammen? Oder. Also sparen ist etwas, was mich früher immer gestresst hat. Sparen. Ich wollte einfach haben, dass Geld einfach da ist, ja? Oder dass du morgens aufwachst und manchmal am liebsten unter der Bettdecke bleiben möchtest, weil du einfach tagsüber nicht Dinge machst, die dir Energie schenken, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, ja? Das war bei mir früher auch so. 8 Stunden am Schreibtisch gehockt, die erste Zeit sehr stolz auf diese Stelle gewesen, weil ich recht gut verdient habe da, aber immer weniger Sinn da drin gesehen, habe mich immer mehr fehl am Platz gefühlt. Und gleichzeitig hat auf der körperlichen Ebene meine Seele mir ganz klare Botschaften geschickt: Hey, bitte, es geht jetzt mal darum, dass du deinen Weg korrigierst. Das waren unterschiedliche Dinge, das waren Rückenschmerzen. Das war, dass ich ganz, ganz oft einen Hexenschuss hatte. Das war auch schon mal zwischendrin immer mal wieder Magenschmerzen.
Das waren Hautprobleme, Neurodermitis, dann war es auch mal so tendenziell Asthma, also eine ganze Palette. Ich könnte da ganz viel jetzt aufzählen. Gott sei Dank nie alles auf einmal. Und das sind so die Dinge, wenn man dann keine 25 mehr ist, kommt man natürlich auf die Idee zu sagen, naja, das ist halt so, wenn man mal ein bisschen älter wird, ja? Nein, das steht nirgendwo geschrieben. Ich würde dich auch mal gern dazu einladen, das alles zu hinterfragen. Das sind alles Hinweise von der Seele. Hey, bitte korrigiert deinen Weg. Weil guck mal, wenn du morgens aufwachst, voller Freude auf den neuen Tag und die Dinge tagsüber machst, die dir total Freude machen, die dir Energie schenken und gleichzeitig auch rundum alles stimmt, dass du in einer glücklichen, erfüllten Partnerschaft bist, dann hat deine Seele keinen Grund, dir Botschaften auf der körperlichen Ebene zu schicken, weil dann bist du ja voll in deiner eigenen wahren Kraft, Größe und Stärke und Energie. Dann kannst du wahrscheinlich auch noch, behaupte ich jetzt mal so, auch mal noch ein bisschen nachlässig vielleicht mit dem Essen sein, und trotzdem macht es dir dann möglicherweise nichts aus vom Körper her. Ja? Also in unserem Kopf beginnt wirklich alles. Und jetzt nochmal zum Eingang: Quantenphysik, Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, die haben es bewiesen. Also, wenn du etwas brauchst für deinen Kopf, weil du das bis eben immer noch in Frage stellst, was ich dir hier immer erzähle, dass wir selbst und unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und wenn wir jetzt Bereiche im Leben haben, die wir nicht so prickelnd finden, die wir gerne anders hätten, weil wir einfach viel freier leben möchten, weil wir es einfach leid sind, dass jemand anderes darüber bestimmt, war bei mir früher auch so, wann ich Urlaub haben kann, wie viel ich Urlaub haben kann. Ich wollte einfach, das war eines meiner Motti, Motti ist das die Mehrzahl von Motto, egal, du weißt, was ich meine. Das hatte ich ganz lange auch auf meinem Profil stehen. Ich schaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr machen möchte, weil jeder Tag Urlaub ist, weil jeder Tag wie ein Sonntag ist, weil es völlig egal ist, ob es Montag, Samstag, Freitag oder was auch immer ist, weil ich jeden Morgen aufstehe, mich auf den neuen Tag freue, wunderbare Frauen dabei begleiten darf, auch in das freie Leben zu starten. Und genau dafür bin ich auch gerne an deiner Seite, wenn du das möchtest. Du darfst dich einfach nur mal dafür entscheiden. Also, wann starten wir beide durch? Wann entscheidest du dich für dein freies Leben? Du weißt, irgendwo in der Nähe findest du einen Link, klick da drauf, da findest du auch noch mehr Informationen, hast da auch die Möglichkeit, dir sogar einen kostenfreien Seelenfreude-Call zu buchen und lass uns dann unter vier Augen sprechen. Aber klick erstmal auf den Link, schau dich da mal ein bisschen auf der Seite um, damit du überhaupt erstmal noch ein bisschen mehr Informationen kriegst. Und wenn du es dir schon zum x-ten Mal angeschaut hast, schau noch mal drauf. Du wirst noch mal andere Aspekte auf der Seite finden und lass uns sprechen. In diesem Sinne, sonnige Grüße. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.